Sehr erstmal an, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalender in Woche 47 läuft. Wir sind unterwegs mit AFK Puyong vom Clan KIST, fährt im Type 62, Stufe 7 Medium der Chinesen. Zusammen im Zug mit dem sturen Emil von Skill Baby und mit meine Wenigkeit von KIST im WZ 131. Jo. Was haben wir für einen Panzer? Einen Medium, einen Chinesen. Wir haben eine 85mm Kanone drauf mit 180 Schaden bei 145 Durchschlag. Auf Premium einen 220 Schaden bei 180 Durchschlag. Andersrum, 220 Durchschlag bei 180 Schaden. Da haben wir 180 Schaden bei 145 Durchschlag und mit HE 300 Schaden bei 43 im Durchschlag. Jo. Fahren hier auf Tundra. Direkt oben aufs Plateau. Nur noch hoffen, dass wir da nicht gleich eine Seite bekommen. Wenn wir da jetzt hochdrücken wollen, da haben wir schon den ersten. Jawohl. Progetto 46 nimmt unseren Kommandanten raus und gibt uns eine 203er Schelle ab. Ich musste leider mich hier für einen Modpack entscheiden und habe das von GDZ genommen, denn in meinen anderen Videos haben sie teilweise den Schaden, den verabreichten, also den verabreichten Schaden, den unterstützten Schaden und den geblockten Schaden nicht angezeigt. Und das will ich nicht. Ihr sollt ja was sehen. So. Aber ich habe das nur für euch gemacht, selbstverständlich. Ich selber fahre normalerweise am liebsten ohne Modpack. So, 0 zu 1 steht's. Wir haben das recht sicher hier hochgebracht. Der Gegner kommt nicht auf die Idee, oben auf das Plateau zu fahren, weil wir hier mehr oder weniger Stellung recht gut halten. Wir haben allerdings keinen schweren Panzer, der es hinten auf die Einserlinie geschafft hat. Da ist die IS-6, die komplett durchdrückt und auf alles schießt, was sich da irgendwie bewegt. Ohne nie hinterher, das hinten die Einser- und Zweierlinie ist aktuell massiv in Gefahr. Ne. Ne, 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 das hat nichts gebracht. Oh, das tat weh. Hat uns der Cromwell eine eingeschenkt. Von da drüben, okay. Guter Schuss gewesen. Und wir schießen direkt daneben. Ja, ein Glück. Jawohl. Ein Schuss noch, dann ist er raus. Ne, kriegen wir leider nicht hin. Der dicke Max hat es nochmal überlebt. Wo ist er? Da ist er. Wunderbar. AMX 12, dann kriegt er direkt eine verabreicht. Steht trotzdem 0 zu 3. Der Hügel gehört uns. Das nützt uns allerdings nichts, denn auf der 1-2-3-Linie geht es richtig rund. Wir nehmen uns da komplett auseinander. Cromwell ebenfalls jetzt schon verloren. Steht 0 zu 4. Das macht am wenigsten Spaß, wenn ich ehrlich bin. Er fährt leider schon zurück. Wenn wir genau genug sind. Jawohl, sehr schön. Dicker Max ist unser erster Kill und auch der erste fürs Team. Er ist hier trotzdem 4 zu 2 inzwischen. Einfach mal blind reinhauen. Kann man probieren. Wir sind wieder offen. Habe ich da nicht ein schönes Bild oben? Ja, genau. So. Ein IS-6, ein VK-36 und ein Uni drücken da hinten durch. Zumindest für Uni und IS-6 werden wir wahrscheinlich Premium-Munition brauchen. Die 6 inzwischen deutlich besser gepanzert als vorher. Alle Zugkollegen noch am Leben. Zusammen haben wir 2 Kills. Das sind auch die beiden einzigen Kills, die wir haben fürs komplette Team. Wunderbar. Ja, da haben wir schon wieder einen eingefangen. Wir werden gleich unsere letzte Artillerie verlieren. Da hat sie es ausgeartilleriert. Leider. Vielleicht kommt der VK-36 nochmal raus. Sieht nicht so aus. Er traut sich nicht. 3 zu 7, eigentlich eine eindeutige Sache für den Gegner. 13 zu 57 kriegt man mit. Alter. Doch, 13 zu 57 ist das. Ne, das war der 12-Tonner. Sorry. Meine Güte. Der Gegner hält sich hier allerdings ziemlich wacker. Kommt nicht auf den Hügel.
Ohne zu verzweifeln, bleibt man unten einfach in der Stellung stehen. Mein Zugkollegen sieht nicht mehr so gut aus. Okay. Keine Artillerie zum Resetten, das heißt, irgendeiner muss da runterfahren und das Ganze erledigen. Okay. 1375, der rausgenommen wurde, stand ebenfalls im Cap, denke ich mal, und hat sich jetzt verabschiedet. Zugkollegen immer noch am Leben. Es steht 6 zu 9, wir holen langsam auf. Allerdings müssen wir jetzt oben unsere Stellung aufgeben, die wir vorher oben auf dem Hügel hatten. Ansonsten wären wir hier gleich weggekappt und das wollen wir nicht. So, räumen wir mal den Cap auseinander. Cap ist befreit. VK 36 da hinten und irgendwo ist die E6. Beide sind One-Shot. Mal sehen, ob wir da was anbringen können. Tschüssikowski. Sehr schön. 8 zu 10. Jawohl. 9 zu 11. Der ganze Zug noch am Leben. Und ein zusätzliches Fahrzeug. Ein T-44-100. Stufe 8 Premium der Russen. Jetzt werden wir wahrscheinlich drüben Skill Baby ein bisschen helfen müssen, ansonsten geht das Ding ja doch noch in die Hose. Was haben wir da? Ein Progetto 46. Traut sich nie mehr. Was können wir jetzt hier machen? Hinten Skill Baby helfen. Wäre eine Möglichkeit. Wegkommt tut er dann nicht mehr. Nimmt den VK 30 raus. Wird auf 60% runtergeschossen. Jetzt hat jeder einen Kill. Insgesamt 6 Kills. So, erster Zugkollege verabschiedet sich in die ewigen Jagdgründe. Progetto 46 noch mit 4%. Der dürfte ein One-Shot sein natürlich für uns. Das ist klar. Tschüssikowski. Da oben TD. Da müssen wir aufpassen. Skorpion. Der Lorraine Arti fährt mit nach oben. Der Skorpion angezündet. Sah so aus. Unser anderer Zugkollege ebenfalls raus. Bleibt noch der T-44-100. Dann ist ja mit dir dann Sense. 410 HP haben wir noch übrig. Wir haben aktuell eine W8 von 2779. Wir haben 1156 Schaden gemacht. 435 Schaden aufgeklärt, nichts geblockt und ein Fahrzeug aufgeklärt. Wir müssen uns jetzt mit der Artillerie als allererstes kümmern. Ich glaube auch nicht, dass einer von denen es schafft, vorher hier ranzukommen. Okay. Arti schießt nicht. Da schießt sie. Ist ein ziemlich schnelles Gerät. Also die Franzosen Artis, die können echt fahren. Stürzt sich da fast in den Tod. Wie gesagt, nur fast. Sehr clever gefahren. Kann man nicht anders sagen. Wollte uns noch ran, so wie es aussieht. Sehr fein. Also auf jeden Fall eine gute Leistung von der Artillerie. Hätte sie viel, viel schlechter machen können. Aber es wird gefahren. Jetzt haben wir T-34-85, da dürfte an unserem Turm zumindest Probleme kommen. Und wir kommen durch den relativ locker durch. Es sah alles erstmal nach Niederlage aus, aber inzwischen hat sich das Blatt da mächtig gewendet. 132 HP haben wir noch, das heißt, wir sind One-Shot für beide. Für den 45 TP und für den T-34-85M. T-44, wie viel HP hat er noch? 3%. Also sieht er leider nicht besonders gesund aus.
Den T3485 würde ich als allererstes angehen. Probieren, probieren. Da belauern sie sich, das ist so geil. Ja. Wir sind im gegnerischen Cap. Das heißt, zumindest der 45 TP ist gezwungen, da oben zu fahren. Anwinkel brauchst du mit dem nicht. Das hat keinen Sinn. Hat geschossen. Wir fahren raus. Und klick. So. 45 TP gesellt sich zum 44-100. Das wird man mal eng, wenn er den rausnehmen kann. Hat aber selber nicht mehr viel HP. Jessikowski, sehr schön. Kill Nummer 8. 4530 W in 8607 Schaden gemacht und 435 Schaden aufgeklärt. Sehr geil gefahren. Als Mittier. Das Team auch relativ lang noch am Leben gehalten. Den Zug lange im Spiel gehalten. Das kann man einfach mal als Top verbuchen. Ist so. So. Victory haben wir, einen Topcon haben wir, eine Olex-Medaille und eine Radley Walters für 8 oder 9 Kills. Hier ein bisschen Gedöns, dafür gibt es nur einen 1er. Obwohl wir nicht mehr high hier waren. Okay. 1249 Basis-XP reichen für das Fahrzeug nur für einen 1er. Ich glaube, das M dürfte nicht viel höher liegen, normalerweise. Wir haben 61.000 eingenommen, 12.000 für Munition ausgegeben, 8.000 für Konsumgüter und 3.600 fürs Reparieren. Bleiben 36 netto übrig von 20 Schüssen, die wir abgefeuert haben, haben 15 getroffen, die haben auch alle durchschlagen. Wir sind 3,7 Kilometer gefahren. Sehr geile Runde. Sah am Anfang echt nach Niederlage aus, aber ihr habt es gerockt. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal natürlich. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.